Willkommen zurück bei Aluntra. Wir stehen vor dem alten Schrein und gehen da jetzt auch rein. Ein Reim. Oh, noch einer. Oh, es geht schon gut los. Was müssen wir hier tun? Keine Ahnung, fragen wir das Skelett. Hier ist die Zuflucht für die, die reinen Herzens sind. Suchst du wirklich den Weg der Wahrheit und der Erlösung? Ja. Wenn das stimmt, musst du deine Entschlossenheit den Wächtern dieses heiligen Ortes zeigen. Beweise, dass du würdig bist. Egal. Wir müssen also irgendwelchen Wächtern zeigen, dass wir würdig sind. Tun wir doch. Gar kein Problem. Der Mechanismus ist aktiviert. Da ging irgendwo eine Tür auf. Und hier müssen wir jetzt erst wieder alles töten, was sich bewegt, bevor wir hier raus können. Ja, ich hasse diese Würmer. Mag ich echt nicht. Vor allem mit dem Morgenstern hier ist das noch machbar, weil man da nicht so nah an die Teile dran muss und so nur zwei Schläge brauchen, bevor sie Moos sind. Aber dennoch, ich mag sie nicht wirklich. Wir haben durch diesen Mechanismus, hier sind zwei unnötige Räume, brauchen wir nicht, eine Tür geöffnet, und zwar die da oben. Da wollen wir jetzt auch hin, denn dort wartet der erste Wächter mit seinem Rätsel auf uns. Schön hier oben, ihr seht diese Platten hier, ihr seht da oben diese Steinchen, ihr wisst, was wir zu tun haben, erklärt sich von selbst. Diese Teile hier, diese Zombie-Wächter, hier sind Zombie-Wächter, die halten sehr viel aus, wie man sieht, sehr, sehr viel. Und mit diesen Steinchen hier, wollen wir erstmal noch nicht auf die Platte schmeißen, denn mit denen wollen wir erstmal eine Treppe bauen, damit wir auch da drüben an die Teile rankommen, wa? Wäre doch besser. Jetzt steht aber der Zombie-Penner hier rum. Zum Glück nicht mehr, weg damit. Ihr beiden, geht mal kurz in Urlaub. Ich habe was zu tun. Danke. Damit wäre das hier erledigt. Wir werfen die Sonne auf die Sonne, auch wenn es aussieht wie eine Kugel. Den Mond zum Mond. Da zu dem hier. Und wo habe ich das andere Teil hingeworfen? Ach Herrgott, jetzt bin ich sowieso. Ah, jetzt kann ich nochmal von vorne anfangen. Schneide ich raus? Nein, mache ich nicht. Müsst ihr sehen. Leidet. Ja. Passiert manchmal im Eifer des Gefechts. Und sowas kann vorkommen, selbst mir. Mir Helden. Ja, und ich selbst. Ciao, ciao. Frag mich wirklich, wo das eine Symbol hin war. Werde ich mir später vielleicht ansehen. Vielleicht aber auch nicht. Wen kümmert's? Und nun haben wir das erste Rätsel gelöst. Dadurch ist diese Plattform erschienen, die ich gerade verpasst habe, weil ich keine Geduld habe. Ja, und da springen wir jetzt drauf und der erste Wächter. Wenn du so entschlossen bist wie wir vier, wird sich der Weg schnell für dich öffnen. Mögen die Götter dir den Weg ebnen und dir beistehen. Nette Sache, der heilt mich immer. Also, alle vier. Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, heilt er mich voll. Gut, ne? Nette Sache sowas. Erstes Rätsel ist gelöst, warten nur noch drei weitere auf uns. Aber glaubt mir, dieser Dungeon ist furchtbar lang. Das ist bei weitem nicht der längste im Spiel. Nein. Aber es ist der erste lange Dungeon. So viel möchte gesagt sein. Hier wieder dasselbe. Ja, hat er die Kraft gefehlt. Ist noch ein Butterbrot essen, lieber Alundra. Diesmal ging's. Und jetzt lassen wir das hier rauf. Und die Tür ist offen. Juhu! Ist das nicht schön? Geschlossene Augen sind gut als Bodenplatten, offene Augen nicht. Denn dann schließen sich die Türen. Zum einen die hier mit diesem Rätsel. Ja, selbes Spiel, ne? Kennen wir. Erst hier hin und dann, holen wir noch das hier und legen dann alles hier drauf. Ja, gleich haben wir's. Aber ich hab... Wo ist denn die Sonne? Wisst ihr, wo die Sonne ist? Ich weiß es. Na, habt ihr eine Idee? Tiefenwahrnehmung, Freunde. Hier ist die Sonne. Gemein, oder?
4. Wenn du so entschlossen bist, Wir 4, bla bla bla. Ja, ja, da hebt deinen Kelch und grüßt. Wen auch immer. Mhm. Das wären schon 2 von 4. Die nächsten beiden kommen bald. Ach, jetzt hat er mich da hingeboxt. Das wollen wir ja nicht. Jetzt müssen wir nochmal hier raus und wieder rein. Und weißt du Bescheid. Und dann holen wir uns das Fass. Ich hab doch eben nicht... Hab ich? Ich hab. Ach. Ich hab irgendwie die Bodenplatte berührt mit meinem kleinen Zeh. Und das hat schon gereicht. Ja, ich bin ein wenig übereifrig, merke ich gerade. So, gleich haben wir es. Denn wir brauchen dieses Fass, um es hier drauf zu stellen, drauf zu springen und es als Brücke zu benutzen. Nun sind wir draußen. Es regnet weiterhin. Beim alten Schrein, der irgendwo in der Wüste steht. Geh mal weg. Ich werde mich nicht damit aufhalten, die hier zu boxen. Das dauert mir zu lange und das bringt zu wenig. Wollte ich hier lang? Ja, ja, will ich lang. Da drüben in der Kiste sind Kräuter. Da ich nicht mehr allzu viele habe, hole ich die mal eben. Wenn's recht ist. Denn ich werde hier noch einige brauchen. Ich kenne mich ja. Und ich kenne diesen Dungeon. Und ich, es gibt da Passagen, die ich nicht sonderlich mag. Deshalb will ich die Heilkräuter. Sand. Nicht schön, wenn man Sand in den Schuhen hat. Ciao, box wen anders. Ich bin unbesiegbar. So. Bevor wir diesen Stein aufheben, wollen wir die alle killen. Denn wenn die uns treffen, werden wir den Stein haben. Fällt uns der Stein hin und ist kaputt und wir müssen den Raum neu betreten. Autsch. Hat wehgetan, Penner. Triff ihn doch, was soll das? Herrgott. Ich mag Sand nicht. Habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich Sand nicht mag. Nun werfen wir diesen Stein mit einem Sprungwurf nach links und begeben uns dorthin. Und dann springen wir da drauf und auf die Treppe und sind aus diesem Raum entkommen. Nun müssen wir wieder ein paar Viecher killen, bevor wir die Utensilien für das Rätsel bekommen, die wir brauchen. Das wir lösen wollen. Naja. Würmer, Würmer, Würmer. Man kann sie auch, wie gesagt, es könnten auch Penis sein. Durchaus möglich, wer weiß schon, ne? Kann man nie wissen. Hier müssen wir uns beeilen und damit wir ein wenig mehr Zeit rausschlagen, nehmen wir die Bombe. Ja, nun müssen wir dieses Fass hier hinwerfen. Und gekonnt springen und das wird nicht reichen. Nein, das wird nicht reichen. Machen wir es eben nochmal. Mann, oh Mann, ich baue aber eben eine Menge Scheiß. Gut, dass ich das beim Aufnehmen mache und nicht beim Proben. Jetzt, Herrgott, spring da drauf. Geht doch. Kann doch nicht so schwer sein. Alundra, Alundra, Alundra. Wohin soll das mit dir führen? Und wir sind beim nächsten Wächter. Und über diesen hinaus haben wir den goldenen Falken dieses Dungeons. Schön, nicht wahr? Ja, da freuen wir uns. Ja, ich bin so entschlossen. Heb deinen Kelch. Heile mich. Auf Wiedersehen. Ja, ja, die Götter. Ich gehe mal weiter. Die Karawane. Ihr habt gesehen, der kann auch blocken, ne? Die haben so ein lustiges kleines Schild, glaube ich. Nein, haben sie nicht. Die können halt nur blocken, weil sie krasse Styler sind. Und ich das bin das halt nicht, ne? Ich bin kein so krasser Styler. Naja. Gehen wir mal hier rum. Ja, nächstes Rätsel. Ihr seht diese lustigen Löcher da unten, wenn ich da drauf trete. Völlig nach unten. Das nervt. Da will ich nicht hin. Da komme ich her. Deshalb brauche ich die Fässer da oben. Die kann ich da aber auch nicht draufstellen. Deshalb gab mir der liebe Gott 2 davon. Dann kann ich eins hier hinschmeißen, nehme das nächste, spring da drauf, stell's hier hin. Und das war schon verdächtig knapp an den Löchern. Und nun gehe ich hier hinunter und hier hinein. Und dann gehen wir diesen Treppen hoch und locken den mal hier hin und werfen das an den Kopf. Und hier rollt jetzt ein Stein runter. Juhu, freut uns, super. Ja, rollende Steine, Indiana Jones, ja. Und weiter hinunter, immer weiter hinunter, immer weiter hinunter. Ach, da kann ich ja nicht runterspringen, sowas Ärgerliches.
Auf Wiedersehen, Junge. Und wir gehen hier hinein. Nächstes Rätsel. Ein Schalterrätsel. Wir können nicht beide Schalter betätigen. Wir haben kein Fass, also müssen wir diese Säule nehmen. Dazu schieben wir sie nach unten. Am besten am Rand entlang, aber nicht zu nah, damit wir es auch wieder wegschieben können. Und ihr seht, am besten geht man rechts lang. Da ist nur einer dieser Stachelbälle, der einen dann trifft, wenn man doof ist. Ja. Und da macht man das Spielchen ja immer wieder, bis man eben unten ist. Ist ein kleiner Weg, aber da hat was schon. Und dann kann man gediegen durchgehen. Das hier drauf schieben. Und den Schalter aktivieren. Und die Tür ist offen. Und beim nächsten Mal dringen wir weiter in diesen Irrgarten vor. Besuchen den letzten Wächter. Und schauen, was noch so kommt. Ich bin Diesel und wir sehen uns.